Ich halte das Mic wie eine Waffe und beende dir dein Teufelswerk. Deutscher Rap und ich sind schon lange keine Freunde mehr. Hier kommt der Specialist, Frontkick. Ich gebe mir einen Long Drink und töte meine Feinde so wie John Wick. Ich komm mit Brille auf der Nightrod. Sido macht auf Rhyme Boss, aber damals punkte er noch SAW auf seinem iPod. Heute macht er Live-Pop. Ja, ich ficke jeden dieser Pisser eines Tages, wenn die Zeit kommt. Salam alaikum, jeder will den Schlägerruf. Ich bange deine große Liebe parallel dazu. Wer wollte bezahlen, um meinen Körper zu verletzen? Ich komm zu euch nach Haus und mach die Pisse eine Schwester. Der Rapstar, Schutzweste Kevlar, mein Bester und Casper. Ich hole mir dein Fleisch wie ein Metzger. Bange mit den Lines so präzise wie ein Special Agent. Wenn ich komme, ist vorbei mit Heavy Metal Payback. Eiskalter Engel, out now. Wir haben Montag, die erste Release-Woche läuft noch bis Donnerstag, beziehungsweise Freitag 0 Uhr. Normalerweise ist der Juli eine sehr verkaufsschwache Woche, schwacher Zeitraum, wie man es so schön sagt. Bei unserem Life is Pain Glück sind wir aber wieder in einer sehr starken Woche gelandet mit 10 Neueinsteigern und gerade in den oberen Top 5 Bereich sehr starken Artists wie Xavier Naidoo oder Crow, die auch noch nach ihrer ersten Woche unfassbar viele Platten verkaufen. Deswegen, Leute, müsst ihr verdammt nochmal richtig Gas geben. Versteht ihr? Ihr müsst einfach Gas geben, das Ding supporten, iTunes, Play Store, Music Load, Amazon Downloads, alles abrasieren, in den Handel rennen, Box kaufen, noch eine CD kaufen und vom Fenster runterwerfen, macht irgendetwas, zerstört einfach, versteht ihr? Und für jeden, der irgendwie Probleme hatte mit iTunes, sich das Ding bei iTunes nicht kaufen konnte, ich konnte selber 2 Tage nicht, da war irgendwas, hat da nicht funktioniert, da stand immer, an dem Artikel werden gerade Änderungen vorgenommen oder so. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich habe gestern eine Lösung dafür gefunden. Und zwar bin ich an meinen Laptop gegangen, habe iTunes runtergeladen, habe mich mit meiner Apple ID eingeloggt, das Ding auf dem PC praktisch gekauft und konnte dann auf mein Handy Einstellung, iTunes und App Store Musik einfach nur anmachen und dann wird das Ding automatisch aufs Handy geladen. Liebe Freunde, jetzt habe ich euch noch die geile Lösung gegeben. Hier seht ihr mein Zelt, ich schlafe da drin. Nein, Spaß. Und Album out now. 17.07. kam das Ding raus. Gibt Gas. Ich bedanke mich, liebe Freunde. Peace.